Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man Schienen in Raymation baut. Dazu gehen wir sofort ins Spiel. Ich will jetzt zum Beispiel diesen Bretterbetrieb an mein Schienennetz anschließen. Dann klicke ich einfach auf die durchsichtige Schiene hier. Die wird dann orange, ich klicke drauf und kann die Schiene sofort ausbauen. Kostet mich 32.000 und dauert jetzt 2,5 Minuten. Jetzt habe ich folgende Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich will jetzt vielleicht doch lieber woanders eine Schiene bauen. Klicke ich abbrechen, breche den Bau ab und bekomme das Geld auch sofort wieder. Eine andere Möglichkeit ist, ich habe jetzt die 2 Minuten nicht und will vielleicht irgendwas anderes unternehmen. Dann kann ich schnell für 3 Gold die Schiene sofort bauen lassen. Zack, und ist sofort fertig und ich bekomme sogar noch einen Orden dafür. Das sind mal die grundlegenden Sachen. Wenn ich jetzt keine Schiene mehr bauen kann, also ich würde jetzt vielleicht noch gerne eine bauen, sehe jetzt, ich kann keine mehr bauen, ich soll zuerst meine Schienenhalle ausbauen. Das heißt, ich muss auf den Bahnhof und hier seht ihr die Schienenhalle. Er zeigt mir an, ich darf 10 Strecken besitzen, die habe ich schon, keine mehr frei. Wenn ich ausbaue, kann ich 12 haben. Das heißt, ich baue das aus. Dass es jetzt ein bisschen schneller geht und wir nicht eine Stunde warten müssen, baue ich das sofort aus. Gold. So, jetzt kann ich wieder 2 Schienen legen. Ich zoome mal ein bisschen raus, dass ich eine bessere Übersicht habe. Jetzt sage ich zum Beispiel hier, diese Schiene möchte ich ausbauen. Und ich kann gleichzeitig jetzt auch eine weitere ausbauen, zum Beispiel die hier unten. So, jetzt werden beide nacheinander ausgebaut oder gleichzeitig besser gesagt. Und ihr seht, je mehr Schienen ihr baut, desto länger dauert der Ausbau auch. Und desto teurer wird auch der Ausbau. So, die beiden Schienen will ich jetzt vielleicht doch nicht ausbauen, deswegen brechen wir das mal ab, um euch noch was anderes zu zeigen. Wie immer bekommt ihr euer Geld dann wieder zurück, nämlich den Stadtanschluss. So, ihr könnt weitere Städte anschließen und auch in die liefern, einfach indem ihr die Stadt an euer Schienennetz anschließt. Ihr seht, hier fehlt jetzt nur noch diese eine Strecke. Und ihr seht jetzt, der Stadtanschluss kostet extra. Also die ganz normalen Schienenkosten stehen hier oben, 37.500. Und eine Stadt anzuschließen kostet immer noch extra. Und dieser Preis wird auch, je mehr Städte ihr angeschlossen habt, immer teurer. Ansonsten ist es ein ganz normaler Streckenausbau, ganz normale Länge, und sobald die Strecke gelegt ist, habt ihr die Stadt angeschlossen und könnt ganz normal dorthin liefern. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte zu dem Schienenausbau, wenn ihr jetzt denkt, ich kann jetzt keine mehr legen, wie ich jetzt zum Beispiel gerade, ihr könnt die Schienen leider nicht abreißen. Das heißt, ihr müsst euch schon immer überlegen, wenn ihr jetzt eine neue Strecke baut, wo genau soll das sein, dass ihr nicht sinnlos Geld und auch Zeit verschleudert. Schienen abreißen geht leider nicht. Und das war's, der Schienenausbau in Raynation. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß im Spiel. Bis zum nächsten Mal.